Ja, ist wieder ein spannendes Thema, das ich in diese Runde geben möchte. Beratung zu gesundheitlichen Problemen. Als Anstoß, welche Voraussetzungen muss der Berater erfüllen, wenn er eben auch zu gesundheitlichen Problemen beraten möchte? Grenzen an solchen Beratungen, wo sind sie? Und kann ich auch eine Beratung durchführen, ohne eine gewisse therapeutische Grundausbildung, Kenntnisse? Ist es am Anfang steht ja meistens nur die astrologische Deutung des Horoskops, aber das ist ja noch keine therapeutische Beratung. Was ist der Schritt, der immer weiter gehen müsste? Was sind die Voraussetzungen, um einen solchen Schritt weitergehen zu können? Das sollen nur diese Anstöße sein, über die wir jetzt mal Gedanken machen. Ja. Also ich sehe das ähnlich wie gestern zur Astromedizin, wo sie dazu gesagt hat, dass wenn ich keine physiologische Ausbildung habe oder intensiv informiert über die Physiologie, dass man doch vielleicht keine astromedizinische Behandlung oder Gespräche durchführen sollte. Und mit dem heutigen Thema sehe ich das ähnlich nur auf psychologischer Ebene. Dass man auch hier, wenn dort Therapie, ja mit den Handlungen quasi mit einfließen lassen wird, dass man das schon vorher auch psychologisch schulen soll. Also nicht nur aus dem astrologischen Wissensfeld arbeiten, sondern auch sehr wohl da in Nachbargebiete eindringen sollte. Die Wege sind ja vielfältiger, also zigfach. Ja. Ich finde es wichtig, dass man die eigene Kompetenz kennt und vor allem Grenzen. Und dass man weiß, welche kompetenten Menschen man stattdessen empfehlen kann. Ja, es ist, denke ich mal, ganz einfach, die eigene Grenze zu kennen. Ne? Manche soll man spüren, ja. Das kann ich beantworten. Also ich möchte vielleicht ein Beispiel einbringen, was in diesem Zusammenhang steht. Zum Beispiel kommt jemand in die astrologische Beratung und er hat zwei Operationstermine. Das ist ein Klassiker. Jetzt kann jemand kommen und sagen, ich bin Astrologe, ich kann studieren Astrologie. Aber reicht das? Muss er nicht auch Hintergrundwissen haben, um was es bei diesen Operationsterminen geht, damit er auch wirklich die richtige Wahl treffen kann? Nicht nur nach astrologischen Konstellationen, sondern auch, wenn man die ganzen Menschen mit einbeziehen muss. Also ich bin ja sehr kritisch der Stundenastrologie gegenüber, und zwar einfach deshalb, weil man meistens diese Konstellation nicht auf die Radix des Betreffenden bezieht. Ich habe das auch mal gesagt, da war ein Seminar in Hamburg, ja, ich war irgendwo auf dem Kongress, und ob die das machen, die haben ja auch viel gemacht, Stundenastrologie, und die sagten, ja, man muss es tun, nämlich, wenn da Neptun-Quadrat oder irgendwas ist, man sieht es nicht, dann kann diese Antwort auch falsch ausfallen. Also ich, und dann der zweite Punkt. Viel wichtiger wäre in unserem Sinne einer psychologischen Astrologie, dass wir die Beweggründe kennen, warum die Menschen diese Frage stellen. Da geht es um Operation, geht es um Gesundheit, aber es gibt ja noch ganz andere Fragen. Und warum fragen Menschen genau das? Und das könnte viel mehr Schlüssel sein, um Menschen zu helfen, als irgendeine Frage zu beantworten. Und ich habe diese kritische Position auch schon in dieser Brief öffentlich gemacht. Also ich bin da sehr, ich finde es problematisch teilweise. Mhm. Weil das teilweise ist es natürlich, hängt vielleicht vom Klienten ab, weiß er, wann er da mal nur eine Antwort haben will oder wann er auch eine Beratung, Unterstützung haben will. Ne? Eben,
Prinzip haben wir jetzt ja zwei Fragestellungen. Die Eingangsfragestellung ist, kann ich mit einem begrenzten medizinischen Wissen jemanden beraten? Also mein Anspruch ist erstmal zunächst, die Beschwerden, die jemand schildert, im Horoskop zu finden. Also auch wenn er im Körper etwas leistet oder wie auch immer, ich sagen kann, okay, ich sehe folgende Planeten und Häuser in Bezug dazu. So, das ist erstmal mein Anspruch. Dann in eine medizinische Beratung zu gehen, da würde ich sagen, okay, ich bin ja kein Mediziner, das geht zu weit, aber ich kann dann in Analogien beschreiben, was könnte dahinter stehen. So, und dann kann ich ein Gespräch herausfinden, findet was das mit den Menschen in irgendeiner Form auf Resonanz. Das war quasi, wie gesagt, die Hintergründe finden. Genau, und man muss halt schon wissen, welche Planeten ich welchen Organe zuordne und wie ungefähr funktionieren. Wenn jetzt einer sagt, so, ich habe geschwärmte Lymphen und ich weiß das halt nicht, dann wird nachgucken. Also denen, das würde ich auch sagen, ich bin kein Mediziner, ich gucke mal eben nach, oder dann machen wir einen Folgetermin oder ich frage dann am Anfang oder was die, generell was die Erwartung an die Beratung. Aber teilweise kann es auch sein, dass in der Beratung Themen angesprochen werden, die vorher nicht gekommen ist. Das ist die eine. Die andere Sache ist mit Operationstermin, also da würde ich gucken in die Tageshoroskope und auch in die Transite. Wobei natürlich vorher, wäre natürlich der erste Punkt, das Thema Operation, auch wie immer, müsste ich vorher im Radix sehen können. Sonst wird es keinen Sinn machen. Eine Frage: Gibt es überhaupt einen falschen Termin, eine Aussage über einen falschen Termin? Der Klient hat sich nicht ausgesucht und ich gebe unwissentlich einen falschen Termin. Vielleicht ist das für ihn der richtige Termin. Ist die Frage beantwortet? Ich würde gerne noch ich würde gerne, wenn man darauf antworten möchte, jetzt einen anderen Gedanken nochmal haben. Ich hatte mal. Ich mache das erst zu Ende. Ich hatte eine Anfrage von einem Arbeitskollegen, seine Frau hatte einen Operationstermin in dieser Zeitschiene. Dann habe ich gesagt, in dieser Zeitschiene eigentlich. Und dann habe ich gesagt, darüber hinaus, besser nach hinten. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ja, also ich sage mal, dass die Anfrage eines in Anführungsstrichen Kunden ergibt, das eine Antwort. Und wenn ich sagen würde, in der Zeitung ist es, sehe ich mal so und sich sowieso an, dann frage ich das. Also ich kann auch nur das machen, was ich machen kann. Ich würde gerne mein Beispiel von gestern nochmal bringen, um die einzelnen Schritte zu zeigen. Es könnte sogar sein, eine Patientin ruft an und sagt nur, ach, ich habe gehört, da gibt es Horoskope, ich hätte auch mal gern eins mit diesem Horoskop Venus am DC, was ich gestern geschildert habe, erst nur das Beispiel. Und dann kommt sie, ich definiere ihr die Venus als reine Astrologe, und sie ist ganz baff und stellt fest, das lebe ich überhaupt nicht. Und dann kann es sein, dass meine Kompetenz als Astrologe schon vorbei ist. Ich weiß nicht, warum sie das nicht lebt. Ich habe vielleicht eine Vorstellung davon, da war irgendein Trauma. Aber das zu bearbeiten, ist dann ein psychotherapeutischer Prozess. Dann wäre es ganz wichtig, nicht jeder Astrologe muss gleichzeitig Psychotherapeut sein, dass ich kooperiere und sage, wenn Sie das weiter bearbeiten wollen, da habe ich eine Adresse, das sollte man haben. Adresse von irgendjemandem, was sagt, gehen Sie dahin, da sind Sie im guten Händen. Und die können jetzt daran weiterarbeiten, warum Sie die Venus nicht leben. Aber der entscheidende Einstieg wäre das Horoskop, die Astrologie. Die kommt vielleicht sogar nur nach dem Motto, ach, erzählen Sie mir mal, wie ich so bin. Ne? Und ist dann ganz baff, weil sie nicht damit gerechnet hat, konstruiert ein Beispiel, auf ein ernsthaftes Problem zu stoßen. Und Grenzen erkennen wäre dann eben so, ich habe das Horoskop definiert und wir sind auf eine Problematik gestoßen. Jetzt muss weiter behandelt werden. Das ist dann Kooperation und eben die eigenen Grenzen kennen. Ja, die eigenen Grenzen kennen. Also ich habe das Gefühl, dass viele, auch was du vorhin gesagt hast, sagen, ich bin ja kein Mediziner, da ist jetzt meine Grenze. Aber auf dem Thema Psychologie habe ich das Gefühl, dass viele Astrologen auch ohne psychotherapeutische Ausbildung noch so, ich sag mal, als Hobbypsychologen sich versuchen und da leider oft ihre Grenzen nicht so genau kennen. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ja, aber es gibt auch Begabungen. Ich würde sagen, ich habe die meisten astrologischen Beratungen gemacht, ohne dass ich Psychotherapeutin war von der Ausbildung. Mhm. Also ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt mit einer hohen Einfühlsamkeit, Empathie und auch Gefühl für Grenzen der Astrologie, wenn jemand gut Astrologie kann. Mhm. Das setzt das eben auch voraus, dass astrologische Beratungen gut durchgeführt werden können und auch sukzessive. Ich würde tatsächlich sagen, nicht jeder hat die Möglichkeit, jetzt speziell eine therapeutische Ausbildung zu machen. Aber ein gewisses Training, und der Deutsche Astrologenverband macht das ja auch, astrologische Beratungskompetenz, irgendwo auch Abfragen und Schulen, und das ist schon in Grundzügen wichtig. Was ich gern nochmal sagen wollte zum Wolf, ne? Du hast doch nach den zwei Operationsterminen gefragt. Also es würde auch davon abhängen, welche Operation das ist und was diese Operation für diejenige bedeutet. Ich habe jetzt gedacht, du meinst Stundenastrologie, jemand ruft an und du machst nur das Horoskop auf diese Stunde. Aber ich habe jetzt so in der Diskussion, es geht ja auch darum, Zeitqualität anzuschauen während dieser OP. Und dann ist es ja so, zum Beispiel hat eine Frau eine Kiefernoperation und so weiter, wir haben nach Termin geschaut. Es gibt Analogien, da wird aber genau das Problem dieser Operation auch angezeigt. Das ist ja dann auch eine Art Transformation, mich dieser OP zu stellen, dieser Kiefer-OP. Mhm. Und diese Frau, diese Betreffende kenne ich sehr, sehr lange, ich kenne ihr Radix gut. Sie hat viel besprochen, sie weiß auch von der Astrologie, sie kennt sich auch ganz gut aus. Und dann kommt ein Gespräch zustande auf einer ganz anderen Ebene. Und sie hat die OP durchgeführt, nicht bei den besten Konstellationen, aber so, dass das die Herausforderung mit dem Kiefer betroffen hat. Also danach nur flüssige Nahrung zu sich nehmen zu können, eingeschränkt sein und so weiter. Das ist ja auch eine Saturn-Problematik. Diese OP, die nicht unbedingt unter den besten Konstellationen war, aber auch nicht ganz schlechten Güter. Gespannt. Ist sehr gut verlaufen. Sie war letztens da und sagte, das wäre wirklich gut, das in der Zeit zu machen. Ich bin auch befreit mit meinen Schmerzen im Kopf und so weiter. Ja, also ich will das nur mal sagen. Ich finde, man muss dazu kommen, die Bedeutung einer OP für den Betreffenden herauszufinden. Und das auch als Gelungen versuchen zu deuten. Ich danke dir jetzt zuerst mal Heide, vielleicht du und dann Jäger. Ich muss nochmal mitmachen, ja. Also, wir gehen ja davon aus, dass draußen die Leute wissen, was wir können. Und das ist nicht so. Also wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt und nicht zum Gynäkologen. Aber die Astrologen werden ja alle von irgendwelchen Nichtwissenden da draußen alle in einen Topf geworfen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was wir können oder was wir nicht können sollten oder wo unsere Grenzen sind. Das ist zum Beispiel so eine Öffentlichkeitsarbeit. Wie sieht der Internetauftritt von Astrologen aus? Was steht da? Was mache ich? Zum Beispiel Astromedizin. Steht das da speziell? Dann könnte ich mich als Klient auch eher darauf einlassen, weil ich weiß, was ich zum Beispiel von Heide erwarten kann. Ja, oder nicht bei mir. Und das ist so etwas, was mir oft fehlt. Und das Zweite ist, dass ich in den letzten 20 Jahren mein Eindruck ist, dass durch die Psychologisierung, die wir in der Astrologie erlebt haben, Gott sei Dank, wir, die ja vorher auch darauf eingehen, eben die Menschen zu Beratern zu machen, zu Beraterinnen zu machen, was vielleicht, bitte verzeiht mir, ich bin noch nicht so lange im Geschäft, früher eher war, ich muss die Astrologie total gut kennen, aber nur weil ich vielleicht ein super Medizinstudium hingelegt habe, heißt nicht, dass ich ein guter Arzt werde. So, also da ist die Astrologie, reiht sich da für mich auch ein, Menschen gut auszubilden, so wie Ulrike es gerade auch gesagt hat, wen kann ich denn auf den Menschen loslassen, selbst wenn er alle Bücher über Astrologie gelesen hat und die Prüfung geschafft hat. Okay. Ich würde auf die Frage eingehen mit der Stundenastrologie. Das sind Antworten, die ich überhaupt nicht mag, dass ich einen Operationstermin ausrechnen soll. Das mag ich nicht, weil ich kann ja nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass eine Operation gelingt. Das hängt ja auch von dem Chirurgen ab und von dem ganzen Team und von dem Patienten, welche Erfahrung er machen will. Und das sind oft die Fragen, gelingt die Operation? Aber das kann ich doch gar nicht sagen und nicht entscheiden. Ich finde auch, ein maßgebendes Quadrat heißt nicht, dass da etwas versagt. Wenn das jemand mit einer hohen Bewusstheit gibt, ist es eine perfekte Konstellation für eine Operation. Also von daher mag ich diese Fragen
überhaupt nicht in meiner Praxis. Ne? Mhm. Es gibt nur ganz wenig, was ich aufgrund der Konstellation sagen kann, ne, mit Vollmond, dass da, was weiß ich, mehr Säfte da sind, dass die Gefahr von Blutverlust größer ist, oder dass man kurz vorm Neumond operiert, weil beim zunehmenden Blut das Gewebe sich besser regeneriert. Das ist die einzige Aussage, die ich persönlich sinnvoll finde. Mhm. Alles andere hat sehr viele Grenzen. Ne? Also ich würde die Verantwortung nicht dafür tragen, dass der Chirurg gut ist und dass der Patient das überlebt. Ich habe zwar eben gesagt, dass ich es gemacht habe, also eine Operation, weil man mich konkret gefragt hat, aber wie gesagt, wunsch ist es nicht, weil mal ein Horoskop zu schreiben, ist mutig, dann sagt er, will ich nicht, aber wenn man da patzt, dann sind die Folgen ein bisschen schwerer und damit dann ins Bett zu gehen abends. Also da muss man sich wirklich alle Konstellationen angucken, um auch wirklich nichts übersehen und zu gucken, ist das jetzt schrecklich oder schön oder gut, das weiß man dann eben auch nicht. Ne? Zeigt diese Konstellation denn was Übles an oder genau die Thematik dieser Operation aus dem Bett spielt? Das weiß ich dann nämlich auch nicht. Da müsste man noch das Horoskop vom Chirurgen haben. Und der Stundenastrologe sagt eben, ich beantworte das so, wie es in dem Moment, in der Stunde gesagt wird. Ne? Der interpretiert das Stundenhoroskop. Siehst du, und wenn solche Fragen zu mir kommen, sag ich mal, das ist eine Frage bitte für den Stundenastrologen. Ja. Ich beantworte die jetzt nicht. Ja. Ich beantworte lieber die Frage, warum sie das bekommen haben, damit sie es verhindern können. Ja. Oder andere. Und dann ist eben wichtig, wovon hat der Klient, der betreffende Klient mehr, ne? Nein, der tut seine eigene Entscheidung. Genau, der tut seine Entscheidung. Ich glaube, die Vorrednerin da, das fand ich gut. Es gibt keinen falschen Termin. Der falsche Termin geht ja immer davon aus, dass wir jemanden bewahren wollen von irgendeiner Erfahrung, die vielleicht notwendig ist. Das können wir doch gar nicht beurteilen. Ne? Und selbst wenn der Chirurg scheiße ist, der braucht die Erfahrung mit einem entsprechenden, mit einer Problematik, auch im medizinischen. Und insofern würde ich so Terminfragen genauso ungern beantworten wie du, weil man fuscht da dem Schicksal ins Handwerk. Und das Schicksal ist viel, viel, viel genauer getimt, als wir uns das vorstellen. Also, da kann man mal sagen, das Schicksal hat vielleicht mehr Fantasie als wir. Aber ob alles so deterministisch ist, ich weiß nicht. Ich habe da meine Zweifel. Ich denke schon, wir haben einen Spielraum an Freiheit. Zwar nicht alles, und ich glaube auch nicht, dass Schicksal so fest gesteuert auftritt. Ich glaube, wir haben einen Einfluss auf Modifikationen von Zufällen. Ne? Mhm. Auch, also das gewissermaßen, die sogenannten Zufälle oder das, was nicht so absehbar ist, modifiziert werden kann durch unsere Einstellung. Ja. Was ich würde gerne unterscheiden, ist das Schicksal fremdbestimmt oder ist es ein eigenes inneres Programm, das ich mir gesetzt habe, um Erfahrungen zu machen? Da ging es ja um die Erfahrung. Ne? Dann ist das Schicksal, ich muss Erfahrungen machen, aber nicht, was passieren muss, damit diese Erfahrungen angeregt werden. Ich meine, so machen, als ob wir bewusst in Erfahrungen hineingehen können, ist ja ein angenehmerer Gedanke und hilfreicher, als wenn ich denke, egal was ich mache, sowieso alles gesetzt. Und da bin ich ganz pragmatisch. Der schönere, angenehmere Gedanke fürs Leben ist hilfreicher. Also mir hilft das besser, wenn ich denke, ach, ich habe eine Gestaltungsmöglichkeit, ich mache mal so, wie es geht, bestmöglich, und wenn es halt irgendwie kommt, kommt es halt. Aber nicht, als wäre es ganz unabhängig von meinen Bemühungen. Und das eine schießt das andere nicht aus. Kann sein, also, aber das ja, hilft mir nicht. Es hilft mir nicht zu denken, da ist so ein Atem. Ah, nee, also ich bin schon ganz bei Wilfried, also nach dem Motto für mich, ich mag das Wort Determinismus nicht, aber in diesem Sinne, ich denke schon, dass es feststeht, die Freiheit, die ich habe, ist, wie ich damit umgehe. Hm. So, das ist für mich die vollkommene Freiheit, aber es ist wirklich eine Glaubensfrage. Ja? Ja, das ist wirklich wunderbar in der Glaubensfrage. Und was mir immer so auffällt, ist, dass Menschen, zum Beispiel, wenn ich die Operation jetzt mal nehme, die letzte Operation, die ich hatte, naja, die haben wir gemacht, das war nur Leistenbruch, nichts Besonderes, ich habe das machen lassen, Punkt.
Dann hat jemand anders einen Leistungslosen operieren lassen, der hat daraus eine Doktorarbeit gemacht. Was der alles erzählt hat, das ist gut, dass ich das nicht gewusst habe, was da alles passieren kann, weil ich hätte es ja sowieso machen müssen. Also ich bin da mit einer anderen Haltung reingegangen. Gut, man kann sagen, was Glück gehabt. Klar, ich habe viele Dinge nicht gewusst, Gott sei Dank. Manchmal muss man nicht alles wissen. Okay, Vorbereitung, Entschuldigung. Ja, schreibe ich dir der Wege zu, ist es dann quasi eine Glaubenssache oder beziehungsweise eine Einstellungssache, weil wir wissen es nicht. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, dann probiere ich mein astrologisches Wissen da irgendwie einzubringen. Dann sage ich, okay, wenn ich da vielleicht Einflussmöglichkeiten habe durch astrologisches Wissen, probiere es mal. Aber das, was mir schwerfällt, ist das, was Heide auch sagt. Deshalb bin ich immer bei der Stundenastrologie skeptisch. Also ich kriege immer dann ein komisches Gefühl, wenn die Leute eine Ja-Nein-Antwort erwarten. Oder wann treffe ich den Mann fürs Leben? Oder treffe ich den noch? Und finde ich den noch mal? Oder so, diese Fragen, wo ich, nee, darauf kann ich jetzt in der Form nicht anfangen. Und das ist ja das, was uns auch vorgeworfen wird, dass wir dann anfangen, Wischiwaschi zu reden. Das ist ja sozusagen die andere Seite. Ne? Ihr kommt ja zu keinen klaren Aussagen. Okay. Das ist der Trend. Der Trend zu den, das ist ja der wie würde Erik sagen, Tendenz. Ja, genau, das ist eine Tendenz, genau. Wunschkandidat noch. Bitte schön, was geht? Um direkt auf Breviks Frage zu antworten, die Stundenastrologie gibt auch keine Antwort auf diese Frage, treffe ich den richtigen oder nicht, also das, sowas wird nicht beantwortet. Da müsste man schon wirklich in die Tiefe gehen und gucken, warum, das ist was Ulrike gesagt hat, warum stellt dieser Mensch die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Und wenn wir uns Transite zum Beispiel angucken, die sind ja heute auch schon mehrfach erschienen, finde ich schon, dass man die Gunst der Stunde nutzen kann, wie bestimmte Planeten stehen, wenn man etwas Bestimmtes vorhat. Und wenn ich eine Operation vorhabe, was spricht dagegen zu gucken, wann ist eine günstige Konstellation, damit die Operation bestmöglichst vor sich geht, ohne natürlich eine Partie übernehmen zu können. Aber ich finde, man kann wirklich die Planeten auch dafür benutzen, um bestimmte Qualitäten für ein bestimmtes Vorhaben zu benutzen. Ich sehe das absolut positiv und sehr hilfreich. So wie man beim Wetterbericht sagt, es droht Regen, den Schirm ließen. Ja, warum soll man das nicht für sich schützen? Okay. Ich finde an der Stelle sozusagen den Teil von Ulrikes Vortrag, der sozusagen die Grenzen beschrieb, sehr wertvoll. Das ist nämlich was fragende Leute häufig nicht bedenken, dass es eben in der Medizin, da kümmert man sich halt nur um den Körper und jeder weiß sozusagen, der Mediziner kann nicht wissen, wie ich mich bei der Operation fühle, sozusagen. Und aber vom Astrologen, bei den Leuten, die den Astrologen fragen, wird sozusagen Allumfassendheit erwartet. Und an der Stelle ist es eben immer wichtig, für mich in der Beratung sozusagen diese Grenzen zumindest eben sozusagen deutlich zu machen, dass die Aussage, die ich dann treffe, eben in keiner Weise irgendeine Allgemeingültigkeit sozusagen, also keine Draufsicht hat, sondern auch nur eine Perspektive ist. Und das ist eben auch wieder eine Bildungssache von sozusagen, also ich stelle mir vor, dass die Gesellschaft so gebildet sein müsste, dass zum Beispiel so ein Thema wie, aha, Astrologie ist auch nicht allumfassend, sozusagen, dass das gar nicht passieren kann. Das kläre ich am Anfang. Das heißt, ich frage immer, und das war, glaube ich, auch in irgendeinem Vortrag drin, die Erwartungshaltung. So, was ist Ihre Erwartung? Damit, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, keine Enttäuschung da ist. Mit Enttäuschung ist es schwierig, dann darauf zu arbeiten. Da ich sage, was ist Ihre Erwartung? So, und wenn das geklärt ist, dann sage ich, das kann ich nicht, weil das darauf kommen wir hinarbeiten, dann kommen sie. Und eben dann kommen nämlich eben auch diese Sachen, also sozusagen ich als Astrologe selber bin kein Behandler, das heißt, es findet kein Behandlungsvorgang statt, das heißt, ich gehe nicht auf das Problem des Kunden so ein, dass ich einen Vorschlag mache, sondern sozusagen, also wenn ich berate, sozusagen ist das einfach nur, ich gebe dir eine andere Gedankengrundlage, eine andere Perspektive, damit du da besser drüber nachdenken kannst. Und wenn dir das klar gesagt ist, dann ist einfach eben auch klar, dass keine sozusagen in dem Sinn Behandlung von mir durchgeführt wird. Allerdings ist das auch, also
eine Psychotherapeutin von meinem Bruder, die auch Astrologie macht, sozusagen merkte, dass ich Astrologie mache und eben, hier steht psychologische Astrologie oben drüber. Und sie vermutete ganz eindeutig, also sozusagen, dass ich die Leute behandeln wolle. Also das ist eben einfach, ja, also viele Leute wissen einfach nicht sozusagen, was die Möglichkeiten sind. Das bringt das Thema Grenzen. Es gibt ja keine Garantie, dass der Kunde das genauso aufnimmt, wahrnimmt, wie du es informiert hast. Die Garantie haben wir nicht. Genau. Also der darf sich sehr wohl, was Falsches verstehen. Vorstellen, ja. Genau. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, um unserem Klientel etwas zu bieten, eben wie Internetwerbung, also die ich mache, mein Flyer, wo steht, was ich mache. Also ich kann schon dazu beitragen, natürlich nicht vollumfänglich, klar, aber ich kann dazu beitragen. Und gerade in der Astrologie sollten wir das tun, weil es einfach fast immer anders falsch gesehen wird. Ja, so nach dem Motto, ich gebe jetzt darauf gebe ich keine Antwort, dann kommt immer, ja, was machen Sie dann? Ich weiß doch, wer ich bin. Ich muss doch nicht sagen, okay, nee, dann bin ich nicht der Richtige. Mhm. Auch das sage ich dann. Ich bin nicht die Richtige, als meine Grenze. Für Ihr Anliegen bin ich nicht die Richtige. Dann müssen Sie mit dem Kartenleger anrufen. Ja, machen Sie nicht Kartenleger? Ich sage, nein. Können Sie da nicht in die Karten? Ich sage, nein. Es ist so, ja, also ich weiß nicht, ob mir begegnet das sowas in den Telefonaten. Weil das immer wieder zusammenkommt. Ich glaube, Google haben Einheitsbegriff. Ja, ja. Astrologen, Helden. Ja, haben wir gesagt, ja. Klar, natürlich. So schnell aus. Nein, kannst du gar nicht löschen, habe ich mal versucht. Bist immer bei dem Wahrsager. Kannst du gleich bei der Terminvereinbarung kleben. Ja, was machen Sie denn damit? Ja. Nee, nein, ist okay. Ich wollte ganz anders zu dir noch sagen, mit dem Astrologie-Nutzen. Also was ich für mich mache, benutze Astrologie für unglaubliche Dinge. Da müsste der andere aufgeschlossen sein, um solche Versuche einzugehen. Wenn ich meine Versuche mache mit mir selbst, zum Beispiel am Solar, irgendwo hinzufahren und zu schauen, was ist dann und so weiter, Veränderung der Solarachsen oder irgendwas ganz konkret, oder zu bestimmten Zeiten irgendwas machen, oder dann ein positives Telefongespräch zu beeinflussen, in das Horoskop zu schauen, wie ist es, ich führe das Gespräch besser dann oder dann, oder mein Sohn fragt mich solche Dinge, das mache ich für mich. Das kann ich natürlich nicht von vornherein für jemand anders machen. Die würden ja denken, ich spinne. Ja. Ich sage, ach ja, ich rechne immer ein schönes Telefongespräch aus mit dem oder mit ihrem Arbeitgeber oder was. Das würde ich nicht unbedingt machen. Ich empfinde das so ein bisschen unseriös. Ja. Aber wenn ich das nicht Astrologie für mich selbst, und das war ja das, was du auch sagtest, warum soll ich Astrologie nicht nutzen? Ja, natürlich. Ich nutze Astrologie für mich, meine Familie, ganz klar. Aber Beratung heißt nochmal zu gucken, wo steht denn die anderen? Verschrecke ich da jemand oder ist da jemand offen? Oder wie weit kann ich überhaupt gehen? Aber wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch die Elektionsastrologie, wenn du da gut ausgebildet wärst, würdest du es dann auch als unseriös empfinden? Und zwar, weil ich vorher eine Radix-Deutung machen muss und den Menschen sehr genau kennen muss. Ich muss die Bedeutung der Dinge kennen. Das klappt nur bei mir oder bei meiner engen Familie oder bei einigen Menschen, die auch Kenntnisse haben, weil man sehr genau von innen heraus die Konstellation kennen muss und wie die Konstellation auch reagiert auf Transite. Zum Beispiel ich persönlich reagiere auf Jupiter-Transite gar nicht so toll, aber Saturn schadet mir nichts. Und ich sehe, da ist Saturn so, das ist okay, dann kann ich leben. Das muss man sehr genau kennen, wie man auf einzelne Konstellationen reagiert. Und dann traue ich mir das auch zu. Auch bei meinem Sohn weiß ich manches ganz genau. Der reagiert das so und so und so, aber die Konstellation wird er das zu der Zeit mal versuchen und das wird er damit zurechtkommen. Ja. Ja. Ganz kurz, was du angesprochen hast, Elektion, das ist genau das, Terminwahl. Das ist genau das. Und wenn man, weil man kann mit schönen Astrologie ja in ganz verschiedene Richtungen suchen oder günstige Termine finden oder einfach auch eine Zeitqualität bewerten für einen Anruf, für das Abschicken einer Bewerbung, was auch immer, kann man gut beobachten. Und ich denke, wenn man die Ausbildung macht bei jemandem, der wirklich seriös arbeitet,
Also ich habe eine Ausbildung in Stundenastrologie gemacht und dann lernt man auch tatsächlich, du guckst nicht nur das Stundenhoroskop an oder dieses Injektionshoroskop, was ausgearbeitet wird, sondern man guckt tatsächlich ins Radix desjenigen, das wird nicht beiseite gelassen. Und ich denke, wenn man so arbeitet, ist das durchaus seriös. Ich weiß nicht, ob das alle Stundenastrologen machen. Ich kann nur sagen, wie ich es gelernt habe. Und ich denke, wenn man es so anwendet, nicht die Sachen getrennt voneinander zu sehen, die verschiedenen Systeme oder auch Deutungssysteme, kann man damit sehr gut arbeiten. Ja, Stundenastrologie in dem Sinne, wie es Franz Noten macht, so glaube ich, das verstanden zu haben, ja, basiert ja auf dem Anruf der Frage. Ja, ja, natürlich. So, und das ist, was ich nicht machen würde. Ja gut, das ist aber deine persönliche. Also Elektionen würde nochmal anders funktionieren. Das macht er auch. Ja, ja, das ist okay. Ja. Das macht er. Der ist ein sehr guter Astrologe. Ja, ich weiß, genau. Ich hatte ihn selbst beim Kongress mal eingeladen, da hat er Literatur mit astrologischen Mitteln versucht zu deuten. Also er ist ein hervorragender Literaturwissenschaftler, aber ich schätze ihn sehr. Ich wollte nur damit ausdrücken, das Horoskop auf den Anruf zu stellen, halte ich für problematisch. Sonst nichts. Das ist auch ein Problem, was ich sehe, worunter wir, also zumindest ich und viele leiden, ist, dass wir die Sensibilität für die Zeitqualität verloren haben. Mhm. Es geht ja immer nach dem Satz, was du heute kannst besorgen, das verschiebt nicht auf morgen. Das ist im Grunde der dümmste Satz, den es überhaupt gibt, aber in diesem Sinne sind viele erzogen worden. Und es besteht nicht mehr die Möglichkeit, sich auf in der Sensibilität, auf die Qualität der Zeit, das kann man ja manchmal, fühlt man ja auch, ja, ne? Und darauf einzulassen, weil, und ich denke, das ist ein Saturn-Satz, was du heute nicht kannst besorgen, was du heute kannst besorgen, verschiebt nicht auf morgen, der holt uns ein Stück aus dieser Sensibilität raus. Und das versuchen wir dann wettzumachen, eben über Elektionshoroskope oder sowas. Gut, im Prinzip ist da gar nichts gegen zu sagen, weil es ist ja nichts anderes, wenn die Sensibilität da nicht ist, dass man dann eben guckt, aha, da ist er abgebildet. Ja, also. Ja, das sehe ich genauso. Für mich ist auch Verantwortung sehr wichtig und ich möchte nicht Verantwortung übernehmen für Entscheidungen, die mein Gegenüber zu treffen hat. Das steht für mich auch im Mittelpunkt. Das heißt, der andere Mensch sollte seinen freien Willen selber nutzen, seine Entscheidung zu treffen. Deswegen bin ich auch mit Prognosen sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Ich habe vor kurzem bei einer Frage nach dem OP-Termin auch gesagt, dann fühlen Sie doch lieber, wenn Sie sich mit dem Chirurgen unterhalten, ist das Vertrauensbasis oder nicht? Ist der Weg dorthin geebnet oder sind da Widerstände? Das ist vielleicht auch, was du mit Sensibilität meinst. Ja. Wenn ich Widerstände spüre, dann halte ich mal inne und fühle, wie viel Vertrauen habe ich. Also für mich ist viel wichtiger freier Wille und das eigene Vertrauen. Und wenn ich das nicht habe, dann will ich erstmal einen Schritt zurück machen und das Ganze nochmal überprüfen. Vielleicht auch mich sachkundig machen. Dann habe ich vielleicht Ängste, die mit dem Chirurgen nichts zu tun haben. Das finde ich viel wichtiger, diese Prozesse. Weil, wie gesagt, ich will auf keinen Fall die Verantwortung für etwas übernehmen, was der andere gibt. Und die Gefahr besteht da in der Astrologie, wenn wir beraten. Also nur mit Sensibilität. Hast du Widerstände, dann stopp erstmal und geh erst vorwärts, wenn du Vertrauen hast, wenn die Türen offen sind. Und dann hilft auch das Vertrauen der Operation gelingt. Mhm. Ich bin einen Schritt weiter, Heide. Ich bin mit dir einer Meinung und ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass wir hier natürlich den freien Willen des anderen respektieren. Ich bin es mal dann gespannt, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen ein Horoskop deute. Ich deute ja nicht den Menschen, sage ich mal, ich deute das Horoskop. Also das ist immer noch ein feiner Unterschied. Der Mensch kennt sich hoffentlich immer noch selber am besten. Erstens. Zweitens, die Rückmeldung, die ich dann vielleicht mal ein paar Jahre später komme, was davon übrig geblieben ist bei den Menschen, erschrickt mich dann doch oft. Sie haben damals gesagt, dass ich dann jemanden kennenlernen würde. Ich sage, garantiert nicht. Also das, was Sie dann wahrnehmen von dem, was ich gesagt habe, ist ja nochmal wieder was anderes. Also insofern, I will do my very best. Ich schaue, ja, ich versuche mein Bestes dazu zu geben oder zu deuten.
Und dann muss der Klient nach Hause gehen und schauen, was er übrig bleibt. Aber die Erwartungshaltung zwischen den Zeilen doch noch rauszuhören, irgendwo gibt es da jetzt eine Aussage, mit der ich sozusagen eine Ja-Nein-Antwort bekomme, ist immer da. Habe ich den Eindruck. Bei der Deutung gehe ich davon aus, zumindest die Leute, die zu mir kommen, ich versuche denen ihr Horoskop zu erklären und wie da die Zusammenhänge sind. Das ist aber mehr oder weniger eine Schwarz-Weiß-Malerei. Und wo derjenige steht, das betone ich sehr deutlich, das muss er selbst, er muss sein Leben beobachten und gucken, kann er das mit den Aussagen von mir in Übereinstimmung bringen, wo er dort steht. Und deswegen zeichne ich natürlich die Beratung immer auf, gebe denen das mit und die können dann ja, sagen wir mal, in gewissen Abständen damit stückweise arbeiten. Mhm. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, es muss jemand zum Therapeuten, da ist er beim Astrologen falsch, da muss er zum Therapeuten gehen, das ist klar. Ich sage auch, ich maße nicht an, in einem Gespräch das leisten zu können, wofür ein Therapeut Jahre braucht. Also das ist so. Ja, wir machen ja im Grunde nur, wir helfen, das Leben zu verstehen. Genau. Wenn aber da wirklich ein großer Komplex vorhanden ist, dann muss der bearbeitet werden und dazu sind andere Leute befähigt. Aber wenn ein tiefes Trauma ist, das kann ich nicht machen. Ja. Aber genau für diese Vorgänge ist Astrologie ja nun wunderbar. Also das heißt irgendwie, wenn man das Thema Knie mit dem Thema Magen und Ernährung zum Beispiel alleine durch die Achse Steinbock-Krebs gut sozusagen darstellen kann, dann geht vielen Leuten eben einfach mal sozusagen so ein Licht auf, ne, so im Sinne von, Ernährung macht was mit meinen Knieschmerzen. Ne, so. Und also an der Stelle ist Astrologie eben unschlagbar, im Sinne von eben den Leuten sozusagen neue Perspektiven zu geben, um anders an Probleme rangehen zu können. Mhm. Dann abzuschließen, was aber Sinn macht, oder was ich für mich herausgefunden habe, Sinn macht, sich Fragetechniken oder Kommunikationstechniken für die Beratung anzueignen, dass man nicht in die Rolle kommt, so was muss ich machen, sondern dass man den Klienten dazu bringt, die Lösung selber zu formulieren. Ja. Und damit das Ganze beschäftigt immer mit dem Thema Programmierung, gewaltfreie Kommunikation, die Wunderfrage stellen und da sind die Möglichkeiten vielfältig, dass man den Klienten zum Reden bringt. Und beim Christopher Weidner, astrosystemische Beratung, waren die Personen immer überrascht, wie viel sie selber dazu beitragen mussten zu dem Thema. Das heißt, sie mussten nachdenken und er hat auch so Fragetechniken, so für Fragetechniken umzugucken, so, wozu war es gut, wo sind die versteckten Möglichkeiten, dass man auch Ressourcen im Horoskop findet, man wirklich dann sich da durcharbeitet. Und da hat man schon Möglichkeiten. Das heißt, da guckt man halt über den Tellerrand, über die Kommunikationsmöglichkeiten der Psychotherapie und versucht die dann halt, oder integriert die so, bleibt aber dann halt in den Konstellationen. Und dann bringt man sich nicht selber in die Rolle, für alles eine Lösung zu finden, sondern kann, indem man die Konstellation berücksichtigt, in der Fragestellung den Klienten dazu bringen oder zu versuchen, dass er Lösungen zu formuliert, wie das vielleicht in der Vergangenheit funktioniert hat und. Das finde ich ganz wichtig in der Ausbildung. Diesen Part noch mehr verstärkt in allen Ausbildungen, wir haben noch zu berücksichtigen. Nicht die Astrologie, die Deutung des Horoskops ist eine, oder das zweite ist die Kommunikation, mit welchen Methoden kann ich da noch sich arbeiten, um die Lösung, die der Klient in sich hat, herauszukitzeln. Genau. Ja. Fragetechniken. Eher Fragetechniken. Coaching-Techniken. Ja, genau. Da gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben. Da gibt es so ein Beispiel auf der Skala von 0 bis 10. Wo stehen Sie? Skalierungsfragen. Ja, klar. Und was wäre nötig, damit es auf 6 gehen? Ja. Mhm. Standards. Das hat ja Plato schon betrieben, die Hebammentechnik. Ja, genau, ich möchte stellen, dass die Leute die Antwort quasi gebären können. Ja, aber die Ausbildungszentren, ich glaube, die haben schon einen Anteil an Beratungstechnik drin. Ne? Und ein Ausbildungszentrum beim DAV beantragen zu können, wenn ich weiß, es gibt ja gewisse Kriterien und auch. Ja, aber jetzt nicht so im Vorschlag des Kundenkundes, ne?
Also in den letzten Jahren ist genau da nachgebessert worden, dass um die Prüfung machen zu können, dass der Beratungsanteil verstärkt wurde. Also ich meine, denn die Leute lernen das, was in der Prüfung abgefragt wird. Also hat er die Erfahrung, das kannst du besser erklären, hier nachgesetzt. Richtig? Ja, vor gut 10 Jahren, mehr als 20 Jahren, ist so jetzt auch Pflicht, dass ein Beratungsgespräch der Prüfungskommission zu geben. Das wird auch da bewertet. Und das ist ein Bestandteil, um dann den Titel Geprüfte Astrologin DAV zu bekommen. Das sehr gut. Und, aber im Curriculum ist es auch drin. Der Ausbildungszentren haben auch die Beratungsausbildung. Ja, ja, machen. Also das sollten Sie mal nach dem Curriculum machen. Wir haben keine Prüfung. Ja, dann, ja, was, welche Voraussetzungen müsste man noch haben, um als astrologischer Berater können, ich habe schon mal das empfohlen wird, den kleinen Heilpraktiker zu machen. Ist das etwas, was man noch empfehlen sollte? Ich will jetzt einfach mal so etwas Provozierendes sagen. Ja, bitte. Also, macht heute gar nicht mehr den Unterschied von großen und kleinen Heilpraktiker, weil sich mindestens an seriösen Instituten, wo ich in München auch Mitarbeiter im Zentrum für Naturheilkunde, die Psychotherapieausbildung für den Heilpraktiker derartig ausgeweitet hat, dass ein mehrsemestriges Studium ist und sehr gründliche Kenntnisse vermittelt. Aber ich dachte, so wäre das jetzt eine Möglichkeit, da werden dann bestimmte psychotherapeutische Kompetenzen vermittelt, was die Birgit auch gestern angesprochen hat. Dass das eigentlich die Leute wären, die dann bestimmte Krankheitsbilder sollten. Ne? Und das wäre eine Möglichkeit, es ist sozusagen eine sehr konkrete, gleich auf die therapeutischen Gegebenheiten eingehende Kurzausbildung in Therapie, wobei ich mir die gesamte Wissenschaft spare, ne? Die ich ohnehin bei Patienten nicht brauche, das können die Wissenschaftler machen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, man muss nicht immer gleich Psychologie studiert haben, wobei das Psychologiestudium heute sowieso nichts bringt für die Praxis, ne? Also für die Beratung, das macht man alles erst, wenn ich wieder Facharzt bin, das kommt alles erst hinterher, das ist dann eine sehr lange Ausbildung. Eigentlich uns an Heilpraktiker zu wenden, die einen Fundus haben an Psychotherapie und die für Astrologie zu interessieren, wäre schon ein guter Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ausbildung zum Heilpraktiker in Österreich noch verboten ist. Sie war einmal verboten. Denn jetzt standardweise. Österreich haben ja dieses Konzept. Sie wurde einmal verboten. Also war mal so, es gäbe sicher den schon 20 Jahre her. Wie es jetzt in Österreich aussieht, weiß ich nicht. Ja. Also in der Schweiz gibt es seit etwa 5 Jahren einen eidgenössischen Fachausweis als Heilpraktiker. Heißt der auch so? Ja, ein eidgenössischer Titel. Das heißt Heilpraktiker? Ja, und das ist nicht von einem Fachverband herausgegeben, sondern ein eidgenössischer Titel, also ein staatlicher Titel, den man erreichen kann. Das ist ein staatlicher Titelskatalog drin. Okay. Aber heilen darf man nicht als Heilpraktiker. Sondern? Das ist nur ein ärztlicher Behandler. Okay. Also Sie sind völlig widersprüchlich jetzt über Russisch, aber es gibt einen Titel mit einem staatlichen Abschluss als Heilpraktiker. Ich würde jetzt die zwei Themen nicht unbedingt vermischen, weil unser Inhalt lautet zwar Heilung, aber das wird jetzt nicht auf die gesamte astrologische Beratung umsetzen. Und ich glaube, dass nur ein geringer Prozentsatz zu einem Astrologen geht, ein geringer Prozentsatz, der an Heilung denkt. Genau, also ich würde das jetzt nicht vermischen, dass da jetzt das vorhat. Ich denke, man könnte vielleicht andere Qualitäten intensivieren, das Thema Sensibilität für die Zeitqualität oder einfach in den Moment hineinspüren lernen, damit wir das, und das wäre jetzt für mich ein Gesellschaftsauftrag, dem Kunden mitteilen können, weil das hat ja unsere Gesellschaft komplett verlernt. Ich habe das selber erst mit 50 oder was gelernt, vielleicht schon mit 45,
dass ich mir die Freiheit nehmen durfte. Ich stehe in der Früh auf und fühle in den Tag hinein. Und egal welchen Plan ich gestern gefasst habe, ich wuchs dann trotzdem so, wie ich energetisch da feinfühlig agieren darf. Und das kann ich von einem jungen Menschen nicht fordern, weil der ist ja getrieben in unserer, durch unsere Leistungsgesellschaft. Der muss das, jede Woche hat er zwei Prüfungen auf bla bla bla. Ja. Wie kann der das fühlen? Aber vielleicht, wenn wir da ein extra Schulungsmodul kreieren, damit wir das auch mit hineinnehmen können. Und das gehört für mich irgendwie zur Astrologie. Und die Zeitkomponente. Die Zeitqualität. Also diese Sensibilität, das Tuch weiterzugeben. Mhm. Dass ich nicht alles aus dem Kopf außer bestimmen muss. Ja. So ein bisschen Intuition, mehr Intuition, Szenen. Mhm. Ja, ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge zur Astrologie. Und bei mir zum Beispiel durch die Beschäftigung mit der Musik als Musikerin, Klavier üben, singen üben und so weiter, da hat man das ja eine Zeitkunst. Also Musik geschieht in der Zeit, mit unterschiedlichen Emotionen oder der Matrix ist der Musik, mit der man umgeht. Und das hat mich eigentlich so dazu gebracht, meine astrologischen Beratungen so ein bisschen wie eine Unterweisung in Lebenskunst aufzufassen. Man übt da was. Das kommt ja auch irgendwo zum Ausdruck im Astrodrama, ne? Ja. Oder den Spielen, die man machen kann mit Astrologie. Es geht ja auch darum, dass die Menschen etwas fühlen in sich. Ja, wo ist denn das bei mir überhaupt? Was wir als Symbol und Entsprechung betrachten und damit umgehen. Ja. Und diese Sensibilität für die Zeitqualität, die kann funktionieren, kann aber auch zeitweise in Irre führen, dass etwas anders beurteilt wird, als es jetzt astrologisch sich abzeichnen könnte. Aber in der Tat ist dieses Training an Intuition und, Sinn für Zeit ganz wichtig. Aber da müsste man jetzt nicht Heilpraktikerprüfung machen. Das könnten auch Menschen machen, die im Malen, im Gestalten oder in der Musik irgendwie ein bisschen Sinn dafür haben. Auch so. Du sagst ja nicht die Astrologie, ne? Ja, das heißt, du musst auch so gut das Leben kennen. Naja, da kann ich sagen. Es gibt sehr viele Musiker, die fürchterliche Ängste haben oder die ganz andere Problematiken haben in ihrem Leben. Auch wenn sie Musiker sind, wenn sie eine Inspiration haben und eine gute Anbindung, sind so alles da. Ne? Ja. Nee, du wolltest dich auch dann mal ist natürlich. Wo passiert Heilung? Was ist überhaupt Heilung? Und wenn man auf verschiedenen Ebenen antwortet, und das haben wir ja gestern auch bei den Vorträgen, dann glaube ich, dass eine astrologische Beratung auch heilend wirken kann. Mhm. Auf einer Ebene von Selbsterkenntnis. Mhm. Ja. Oder wie jetzt, ob die Körper oder die Psyche, nehme ich jetzt mal raus, das wären nochmal die weiteren Ebenen. Also insofern, ja, kann die Astrologie heilen, unter dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es ja vom Standpunkt des Kunden gesehen, dass die wenigsten Kunden zu einem Astrologen gehen. Mit dem Vorsatz, ja, mit der Erwartung, ich werde jetzt heiler werden, ja, ich werde das Kinder werden. Ja. Ich mal ganz, in eine ganz andere Richtung fragen. Wenn ich berate, übernehme ich ja auch eine gewisse Verantwortung für das, was ich als Erklärung oder als Aussicht von mir gebe. Gibt es da irgendwie Fälle, die sozusagen auch sowas wie Schadensersatz wegen falscher Beratung, irreführender Beratung ins Auge fassen? Also dass man sozusagen als derjenige, der um Rat gefragt wird, nachher auch in eine Haftungsebene kommt. Natürlich mit Astro-TV-Anrufe gibt es das, glaube ich, nicht. Natürlich. Du kannst jeden, der dich beraten hat, ob das ein Arzt ist, ob das ein Rechtsanwalt ist oder was weiß ich, in einen Regress gehen und verklagen. Das geht auch gegen einen Astrologen, wie erfolgreich ist oder was selber, wie man das verhindern kann oder wie man die beraten kann, ist sicherlich ein anderer Punkt. Aber damit kann man immer mal rein. Also ich habe hier so bestimmte Grenzbereiche mitgekriegt in der letzten halben Stunde. Und da frage ich mich manchmal, wie das ist, wenn man an
Kunden an zu beratende Gerät, die eine bestimmte Erwartung haben, sich darauf verlassen und dann, tja, der Erfolg sieht anders aus. Was machen ja alle Berater auf der Ebene der Komplementärmedizin, du hast ja auch einen Satz an unterschreiben. Eben. Unterschrift und hiermit sind wir juristisch aus dem Schneider. Genau. Wenn ich wirklich Angst davor habe, dann sieht man, dass ich den Kunden das unterschreiben. Das ist nicht wirklich ein Problem. Ja, das ist ein Block. Zwei Sachen, beziehungsweise zwei Sachen. Wenn beispielsweise jemand über Selbstmord spricht, dann müssen die Alarmglocken anklingen. Das heißt, dann steht man teilweise in der Pflicht, für diese Person zu sorgen. Das heißt, wenn quasi auf den Rettungswagen kommt und die sehen, dass der jemand selbst mal versucht hat, dann kommt der teilweise die psychische Einrichtung, aber du hast ihn wahrscheinlich besser. Das heißt, wenn dann jemand sagt, du, ich rede über Selbstmord, dann kann man eventuell wegen Unterlassen, und der bringt die Bildung, dann kann man eventuell wegen Unterlassen eine Hilfeleistung angezeigt werden. Die dritte Sache weiß ich gar nicht, was ich noch sagen will, aber die zweite Sache ist, ich versuche, keine Wörter zu benutzen, die ein negatives Bild erzeugen können. Das macht die Beratung für mich dann immer anstrengend. Sondern ich versuche, schlimm, böse Saturn, Pluto, oder ich sage, Opfer, oder das sind Begriffe, die vermeide ich selber zu verwenden. Weil dann erzeuge ich beim anderen ein negatives Bild. Und das will ich alles vermeiden. Das macht die Sache schwierig, aber da kann ich für mich sagen, also mein Motto ist, ich will nichts schlimmer machen, das ist erstmal die Grundsage. Natürlich will ich helfen, aber kann ich das, bin ich Gott, wie auch immer, ich bin Astrologe. Das ist für mich ganz, ganz wesentlich, dass ich überhaupt gar nicht in die Situation reinkomme, dass mir das jemand anhelfen kann, das mache ich auch aufzeichnen, gebe es den Leuten mit. Und von daher ist auch eine Prognose schwierig, wenn ich sage, okay, Pluto, es gibt da Veränderungen, das hört sich erstmal neutral an. Aber wenn ich so neutrale Formulierungen bei meiner Freundin gesagt habe, sind das neutral, sind die Null. Genau, und dann Beispiel von einem anderen Gott, Astrologen, dann seine Bekannte hat ihn gefragt, oh, mein Mann hat mich verlassen, kommt er denn zurück? Und er sagt, ja, wahrscheinlich nicht. Dann konnte am Abend die Kinder ins Zimmer vom Selbstkörper bringen. Okay, das ist natürlich. Und damit gucke ich so ein bisschen jetzt hier mal noch wieder rund. Wir hatten also, das Thema war astrologische Beratung zu gesundheitlichen Problemen, wo sind Grenzen, was ist nötig, um eine vernünftige Beratung zu machen. Ich glaube, in der Runde ist schon ziemlich deutlich geworden, dass wir eben durchaus immer wieder auch mal an unsere Grenzen der Beratung kommen, wo wir allerdings auch wissen müssen, wo wir sie haben. Und dass auch das eine oder andere aus anderen Disziplinen, wie beispielsweise Fragetechnik oder so weiter, durchaus wichtig ist, um eine gute Beratung zu machen. Ich habe jetzt etwas einzig, was Sie eben auch sagen wollen, ist Ankündigung einer Straftat oder wenn man eine Straftat beichtet, da muss man die anzeigen, dann wird man es nicht besser. Das ist ja, wirklich eine Sache, die Fragen vorher ab. Oder kündigen auch nicht an. Gut. Also, was ich noch ganz wichtig finde, ist, wir dürfen uns als Beratende nicht in die Rolle bringen, dass wir für alles verantwortlich sind. Es muss ganz klar, denke ich, demjenigen, der da sich beraten lässt, da werden, er hat allein die Verantwortung für sein Leben. Und wer da besonders gefährdet ist, der zum Beispiel Neptun und Saturn in seinem Horoskop hat, den kann man wunderbar die Verantwortung zuschieben und immer mehr. Und die werden ja gar nicht mehr als Beratende nicht mehr glücklich, weil sie immer sich fragen, bin ich da jetzt schuld dran? Das ist ein Wahnsinn, ne? Gut. Wie man Menschen Schuldgefühl hat. Ja.